Wir Deutschen sind Weltmeister in Sachen Brot. Nirgends sonst wird so viel gebacken wie bei uns. Aber ist unser Brot auch so gut wie sein Ruf? Den Geruch finde ich sehr angenehm, ne? Essen wir überall das gleiche Brot oder gibt es wirklich noch regionale Vielfalt? Das schmeckt so süddeutsch, finde ich so. Ja? 70% unserer Brote kommen aus der Fabrik. Backen ist schon eine Wissenschaft geworden. Mit welchen Tricks arbeiten die Billigbäcker? Hier sehe ich eine relativ unnatürliche Braunfärbung. Das deutet darauf hin, dass man hier mit Zuckercouleur gefärbt hat. Bäcker von heute arbeiten mit allerlei vorgefertigten Backmischungen. Ausgebildeter Bäcker muss man dafür nicht sein. Labormischungen statt Naturprodukt? Und was ist eigentlich gesünder, Weißbrot oder Vollkornbrot? Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde durchhalte, muss ich ehrlich sagen. Schmeckt das Brot vom Edelbäcker wirklich besser als das vom Discounter? Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Seit Jahrtausenden backen Menschen Brot. Ohne Brot sähe die Welt anders aus. Aber was essen wir da eigentlich jeden Tag? Der große Test. Wie gut ist unser Brot? Bäckerei, Backshop, Supermarkt. Wir vergleichen Preis, Qualität, Vielfalt, Haltbarkeit, Kalorien und Geschmack. Am Anfang der Idealfall. Sternekoch Nelson Müller auf dem Weg zu einem der besten Bäcker Deutschlands. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Herr Müller, guten Tag. Johannes Dackweiler in Düsseldorf nimmt für sein Brot nur Getreide aus Bioanbau. Gemahlen wird in der eigenen Mühle. Backen nach allen Regeln der Kunst. Das ist der Wahnsinn. Man hat das Gefühl, man braucht eigentlich gar keinen Belag, ne? Genau das würde ich gerne einmal sehen, wie man sowas herstellt. Wir können hinten in die Backstube gehen und dann verrate ich Ihnen unser Geheimnis. Sehr gerne. Das ist ja richtig groß noch hier. Ja, das vermutet man nicht mehr. Nee, richtige Produktion. Ja. Ah, hier ist ja, where the magic happens, ne? Ganz genau. Hier habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet, was jetzt alles in dem Brot drin ist. Hier, da haben wir die Roggenkörner. Aus diesen Roggenkörnern wird dann unser Roggenmehl. Mhm. Hier haben wir Dinkel, Vollkornmehl und Salz. Und hier haben wir unseren Sauerteig. Mhm. Sauerteig mit Milchsäurebakterien und Hefe. Der Schlüssel zum guten Backen. Er lässt das Brot im Ofen aufgehen und sorgt für Aroma, Geschmack und Haltbarkeit. Bei Johannes Dackweiler ist alles zu 100% selbst angerührt und zu 100% Natur. Die Teigmasse reicht für genau 36 Brote. Wenn du magst, kannst du schon mal anfangen. Das sieht ja ein bisschen mittelalterlich aus, ne? Also ja, aber ist ganz einfach zu handhaben. Möglichst genau 1150 Gramm soll jeder Brotteig wiegen. Maßarbeit in der Backstube. Das Formen des Brotes ist selbst für einen Kochprofi wie Nelson eine echte Herausforderung. Was sagt der Chef? Läuft doch schon ganz gut. Gefühl bekommen. Erst nach einer Stunde Kneten und Formen sind unsere 36 Brote fertig zum Backen. Die normale Tagesproduktion von Bäcker Dackweiler sind 500 Brote. Bist du denn zufrieden mit mir? Auf jeden Fall. Wir haben noch schöne Brote. Ja? Bei manchen ist die Oberfläche nicht ganz glatt, aber das passt schon. Wie im Leben halt, ne? Richtig. Ist auch die Oberfläche manchmal nicht ganz glatt. In diesem Brot stecken wirklich nur Mehl, Wasser, Salz, Sauerteig und jede Menge Handarbeit. Wie gesagt, der Idealfall beim Brotbacken. Aber der hat seinen Preis. Das ist geil. Das Brot hier jetzt kostet bei Ihnen? 4,10 Euro. Ja. Das ist schon eine Ansage, ne? Ist eine Ansage, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das Roggenbrot für stolze 4,10 Euro. Und auch die Brötchen sind beim Handwerksbäcker teurer, 35 Cent. Also 5 Cent mehr als der durchschnittliche Brötchenpreis in Düsseldorf. Noch teurer ist es nur in Frankfurt und München. Im Osten Deutschlands sind Brötchen im Schnitt deutlich günstiger. In Berlin 28 und in Schwerin sogar nur 20 Cent.
Der Preiskampf ist hart. In ganz Deutschland. Fast überall schießen Discount-Bäckereien und Backshops wie Pilze aus dem Boden. Ihr Erfolgsgeheimnis heißt Selbstbedienung und Kampfpreise. Mitten in Berlin gibt es hier das Brötchen schon ab 17 Cent. Und es geht sogar noch billiger. Nelson Müller hat seine Freunde zum Einkaufen geschickt. Brot und Brötchen aus Supermärkten, Backshops und vom Bäcker. Ja, dann stellt doch mal hin. Und zunächst würde mich interessieren, was ihr ausgegeben habt. Ich war beim Supermarkt. Das Brötchen hat jetzt speziell 15 Cent gekostet. 15 Cent. Wo lag 19. der Preis hier? 19 Cent? Mhm. Wo lagen wir hier bei welchem Preis? 13 Cent. 13. Okay, legen wir auch mal mit dazu. Das Ergebnis unserer Stichproben. 30 Cent kostet das Brötchen beim Bäcker, 15 im Supermarkt und im Backshop nur 13 Cent. Aber lass uns das doch mal wiegen, mal gucken, wie schwer das ist. Wir können es gerne wiegen, ja. Das 13-Cent-Brötchen liegt bei 64 Gramm. Das Brötchen vom Bäcker 41 Gramm. Das Brötchen vom Bäcker ist nicht nur doppelt so teuer, sondern auch deutlich leichter als das Billigbrötchen aus dem Backshop. Also weniger Ware für deutlich mehr Geld? Am gesparten Mehl kann der Preisunterschied schon mal nicht liegen. Energiekosten, Rohstoffe und der Unterhalt der Bäckerei machen insgesamt nur die Hälfte des Brötchenpreises aus. Die andere Hälfte fällt für die Arbeitszeit des Bäckers und des Personals an. Und genau hier sparen Discounter und Backshops. Kostenoptimiertes Brotbacken? Massenware aus der Fabrik? Die Firma Haribrot ist mit 800 Millionen Euro Jahresumsatz der Marktführer unter Deutschlands Großbäckereien. Das Bäckerhandwerk übernehmen hier Maschinen. 25.000 Brötchen pro Stunde, 3 Millionen am Tag. Die Arbeitsschritte scheinen die gleichen zu sein wie in der Bäckerei. Nur richtig knusprig sieht das noch nicht aus, was hier aus dem Ofen kommt. Der große Unterschied besteht halt darin, dass wir die Brötchen hier nur halb backen. Produktentwickler Wolfgang Reinhold verrät uns das Geheimnis der Billigbrötchen. Das Brötchen ist jetzt zu 60% fertig gebacken. Aber Sie sehen, die Farbe ist dann noch viel zu hell. Das heißt, das Brötchen wird dann im Einzelhandel in den Backstationen fertig gebacken. Danach werden die halbfertigen Fabrikbrötchen schockgefrostet. Das kostet zwar eine Menge Energie, macht die Ware aber extrem lang haltbar. Brötchen sind jetzt tiefgefroren, Oberfläche ist steinhart und wird so jetzt eingelagert und kann dann später über die Logistik vertrieben werden. Tiefgefroren bei minus 18 Grad können die Brötchen 9 Monate lang gelagert werden. Sie werden nach Österreich, Dänemark, Frankreich und in die Schweiz verkauft und an 10.000 Backshops, Supermärkte und Tankstellen in Deutschland. Für die Kampfpreise auf dem Brötchenmarkt wird auch beim Verkauf Personal gespart. Der Discounter-Riese Aldi treibt das Prinzip auf die Spitze. Hier bekommt der Kunde sein Brot aus dem Automaten. Per Knopfdruck. Frisches Brot innerhalb von Sekunden. Wie kann das funktionieren? Eigentlich gar nicht. Denn was wie frisches Brot aussieht und riecht, ist in Wahrheit aufgebackenes Tiefkühlbrot aus der Fabrik. In der Warmhaltestation liegen die Brote bereit, bis der nächste Kunde auf den Knopf drückt. Wirklich frisch gebacken ist das Automatenbrot nicht. Der Kunde aber spart Zeit und Geld. Klar ist natürlich toll, dass wir heutzutage quasi rund um die Uhr frisches Brot kaufen können. Egal, ob es im Backshop ist oder in der Tankstelle. Sogar zu günstigen Preisen. Die Verlierer dabei sind halt die Handwerksbäcker, die bei diesem Preiskampf einfach nicht mithalten können. Und ich habe selber schon Brot gebacken. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich muss sagen, ich bin bereit, für ein gutes Brot auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Unser täglich Brot ist heute ein Billigprodukt. Ständig verfügbar und so günstig wie nie.
Beim Preis gibt es deshalb von uns 5 Sterne. Als nächstes kümmern wir uns um die Qualität. Beim Bäcker kostet das Brot oft zweimal mehr als am Automaten. Ist es dafür auch doppelt so gut? Merkt man denn schon beim Schneiden die Qualität? Man merkt die Qualität des Messers zunächst mal. Ne? Das ist natürlich klar, je frischer das Brot ist, desto schwieriger lässt sich das schneiden. Aber viele fangen an, dann so zu quetschen und drücken. Und ganz wichtig ist eben schneiden, bis wirklich das Messer greift. Das hier ist jetzt ja ein Brot vom Bäcker. Schmeckt nach Brot, ja? Hab ich mir auch gedacht. Wie riecht's denn? Auch wie Brot. Zum Vergleich jetzt das Industriebrot aus dem Supermarkt. Ich finde, von Kruste kann hier nicht wirklich die Rede sein. Mhm. Wobei den Geruch finde ich eigentlich. Es riecht angenehm. Sehr angenehm. Ja. Ne? Hat eben diesen typischen Sauerteig-Geruch, ne? Eigentlich. Ne? Ja. Mich würde echt mal interessieren, ob es Unterschiede gibt bei den Zutaten. Was steht da drauf? Zutaten: Weizenmehl, Natursauerteig, Roggenmehl, Wasser in Klammern. Und dann geht's weiter mit Verdickungsmittel Guarkernmehl, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren als Emulgator. Das hätte ich uns nicht gedacht. Vielleicht sollte ich mal öfter auf diese Verpackung sehen. Das heißt, wo wir gerade gedacht haben, Brot wäre wie Bier, Reinheitsgebot oder so, ist nicht. Zusatzstoffe im Supermarktbrot. Ist das noch Qualität? Wir fragen nach bei den Experten von der DLG, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Hier finden die umfangreichsten Qualitätschecks für deutsches Brot statt. 100 DLG-Fachleute prüfen rund 1300 Brote, eingereicht von Bäckern und Backfabriken aus ganz Deutschland. Wir haben ein vorgefertigtes Schema. Das ist Produkt jahrzehntelanger Entwicklung und Verbesserung. Es geht hier um Aussehen, Form, ganz wichtig, Geschmack und Geruch. 90% der eingereichten Brote bekommen eine DLG-Auszeichnung. So muss ein Roggenmischbrot schmecken. Es ist im Geschmack einwandfrei. Der Prüfgruppenleiter kann das auch noch mal nachvollziehen. Und weil wir eben hier ein ideales Produkt dieser Kategorie haben, ist die höchste Auszeichnung hier zuzuerkennen. Aber sind all diese prämierten Brote auch wirklich nur mit natürlichen Zutaten gebacken? Oder haben die Hersteller wie beim Supermarktbrot mit künstlichen Zusatzstoffen nachgeholfen? Hilfsstoffe, die bei der Herstellung eines Produktes verwandt werden, sind nicht Gegenstand der Prüfung hier, weil wir hier das testen, was vor unseren Sinnen ist. Ob in den Broten Chemie steckt, interessiert die Tester von der DLG also nicht. Gibt es überhaupt noch ganz natürlich hergestellte Brote und Brötchen? Oder sind Zusatzstoffe längst überall üblich, egal ob beim Discounter, im Backshop oder in der Bäckerei? Und wäre das überhaupt schlimm? Wir lassen unsere Brote im Labor testen. Das überraschende Ergebnis: Die Chemiker finden überhaupt keine Spuren von Zusatzstoffen. Diese Zusatzstoffe konnten wir deshalb nicht nachweisen, weil sie so ähnlich sind wie natürliche Inhaltsstoffe des Brotes. Und insofern lassen sie sich mit Analysenmethoden nicht unterscheiden von den natürlichen Inhaltsstoffen. Institutsleiter Ulrich Nehring ist sich trotzdem sicher: Naturbelassenes Brot gibt es kaum noch. Diese Zusatzstoffe können Sie praktisch in jedem Brot oder Brötchen, das Sie kaufen können, egal ob im Supermarkt oder in einem Bäckerladen, in einem handwerklichen Bäckerladen, erwarten. Denn ohne diese Zusatzstoffe kann man Brote oder Brötchen, die den modernen Qualitätsanforderungen der Verbraucher genügen sollen, gar nicht herstellen. 199 Zusatzstoffe für Brot sind in der EU zugelassen. Zusatzstoffe sind vor allem für die Backindustrie unverzichtbar. Was die chemischen Helfer alles können, wollen wir in der Ulmer Schapfenmühle herausfinden. Hier wird schon lange nicht mehr nur Mehl gemahlen. Die Großmühle hat eine eigene Abteilung für Brotdesign. Backen ist schon eine Wissenschaft geworden. Klar hat man auch schon vor
5000 Jahren gebacken. Aber das ist ein anderes Backen als wie heute. Die Versuchsbäckerei ist eine Art Tuning-Werkstatt für unser Brot. Die Kunden von der kleinen Bäckerei bis zur großen Backfabrik. Wir haben hier einen Kundenwunsch. Von Krustenriss, vom Aussehen her, gefällt es ihm schon sehr gut. Auch die schöne Krustenlockerung gefällt ihm gut. Aber er möchte es jetzt doch noch ein bisschen höher haben. Das heißt, die Brotscheibe ist ihm doch ein bisschen zu flach und will es noch ein bisschen größer haben. Unser Brot soll nicht nur gut schmecken, es soll auch gut aussehen. Kruste, Größe, Farbe. All das kann auf Wunsch verändert werden, mit den richtigen Zusatzstoffen. Bei einem Naturprodukt wie reinem Mehl ist die Qualität nicht immer gleich. Das kann für Bäcker zum Problem werden, wenn etwa der Teig nicht wie gewünscht aufgeht oder die Kruste nicht knusprig wird. Mit den richtigen Zusatzstoffen passiert das nicht mehr. Für Laien klingen all die Tricks beim Brotdesign nach moderner Alchemie. Dabei sind manche der verwendeten Stoffe sogar natürlichen Ursprungs, etwa reines Vitamin C oder Sojalecithin. Nach einigen Probieren können die Brotdesigner der Schapfenmühle den Kundenwunsch erfüllen. Die Brotscheibe ist etwas runder geworden. Ich denke, den Unterschied erkennt man wirklich sehr gut. Eigentlich so, wie der Kunde es will. Der Charakter vom Brot ist geblieben, aber eine schönere, rundere Brotscheibe hat der Kunde jetzt. Die Backindustrie braucht ihre Zusatzstoffe allerdings nicht nur wegen der Optik. Der Teig für Backshops und Backautomaten muss auch robust und stabil sein. Reiner Naturteig würde reißen und die Maschinen verkleben. Wenn ich jetzt leicht drauf drücke, merkt man, wie hier schon die Luft rausgeht aus den Brötchen. Ein Teigling, der so wenig Stabilität hat, der wird auch im Ofen nicht schön aufgehen. Das wird klein bleiben, dieses Brötchen. Mit Zusatzstoffen ist das kein Problem mehr. Das ist schön elastisch und stabil. Die Luft bleibt schön im Brötchenteig drin. Und daran sieht man schon, dass die im Ofen auch schön aufgehen wieder. Nur noch wenige Bäcker in Deutschland verzichten ganz auf Zusatzstoffe. Alles soll möglichst konstant perfekt sein. Geschmack, Geruch, Aussehen. So wünschen es die Kunden. Jeder Bäcker ist wirtschaftlich auch für seinen Erfolg verantwortlich und muss eben so schauen, auch, dass er auch die gute oder die bessere Qualität hat als wie sein Nachbar. Und die Kunden stimmen ab, in welche Ladentür sie reinlaufen. Wer wissen will, ob die Bäckerei um die Ecke auch Zusatzstoffe verwendet, einfach nachfragen. Jeder Bäcker muss eine Liste mit den verwendeten Zutaten auf Wunsch vorzeigen. Also ich finde es schon erschreckend, dass heutzutage in fast allen Broten Zusatzstoffe drin sind. Egal, ob es die aus dem Supermarkt sind oder die von fast allen Bäckern. Und dann erfahre ich als Kunde noch nicht mal was davon. Ich finde, dieses Industriebrot hat qualitativ nichts mit der Qualität eines traditionell hergestellten Brotes zu tun. Die Qualität unseres Brotes hängt heute von vielen Zusatzstoffen ab. Das muss nicht schlecht sein, ist aber für den Verbraucher kaum zu erkennen. Deshalb gibt es hier von uns nur 3 Sterne. Deutschland ist berühmt für die Vielfalt seines Brotes. Es gibt 3000 verschiedene Brotsorten. Aber ist die Auswahl tatsächlich so groß oder verbergen sich hinter all den Namen nicht doch nur einige wenige Einheitsprodukte aus der Backindustrie? Was erwartet ihr von der Vielfalt, wenn ihr in so einen Bäcker geht? Normales Brötchen, Sesambrötchen, Mohnbrötchen, Roggenbrötchen, Körnerbrötchen. Käsebrötchen war früher bei mir immer sehr beliebt. Ein Körnerpowerbrot und so ein Dinkel finde ich auch gut. Wie könnt ihr euch denn erklären, dass diese Vielfalt teilweise auch in kleinen Bäckereien zu finden ist? Ich glaube einfach, dass die Leute einfach daran gewöhnt sind, dass die so viele Sorten zur Auswahl haben, dass ein Bäcker sich es gar nicht erlauben könnte, das nicht zu machen, weil alle ihre Lieblingsbrotsorten haben. Ein Grund für die Vielfalt auf dem deutschen Brotmarkt ist das Getreide. Bei uns wird nicht nur mit Weizen, sondern auch mit Roggen, Dinkel, Gerste und Hafer gebacken. Allein aus diesen 5 Getreidesorten lassen sich hunderte verschiedene Mehlmischungen kombinieren. Außerdem gibt es zum Teil uralte Traditionen. Jede Region hat ihre eigenen Brot- und Brötchensorten. Die deutsche Brotgrenze verläuft dabei zwischen Nord und Süd.
Im Norden wird traditionell mehr Roggen verarbeitet. Im Süden Weizen. Wie groß die Unterschiede zwischen Nord und Süd tatsächlich sind, wollen wir mit einem simplen Test herausfinden. Wir tauschen die Brote einfach aus. Unser Experiment beginnt in Hamburg. Ein waschechter Shantikor wird für uns testen. Wird diesen Nordlichtern das Brot aus dem Süden schmecken? Nach dem Singen beginnt die Verkostung. Zur Auswahl stehen schwäbisch genetztes, bayerisches Bierbrot, ein Frankenleib, bayerische Pfennigmuckerln und badisches Krustenbrot. Das ist ja Wahnsinn. Da sind die ganze Almwiese drauf, du. Zeitgleich findet die Gegenprobe im Allgäu statt. Ein Trachtenverein testet hier für uns norddeutsches Brot. Für die stolzen Bayern aus der Gemeinde Türkheim gibt's heute eine etwas andere Brotzeit. 10 verschiedene Brotsorten aus dem Norden stehen zur Auswahl. Vom Malfa-Kraftmar-Brot über das Pommersche Brühbrot bis hin zum Ammerländer Kartenbrot. Körnig, aber sehr saftig. Also war sehr, sehr angenehm vom Geschmack. Ein gutes Brotzeitbrot, würde ich sagen. Im Norden bekommt das süddeutsche Brot eher gemischte Kritiken. Das schmeckt ziemlich trocken. Ja. Das ist bayerisches Bierbrot. Ganz lecker. Putzelbrot mit Nüssen. Oh, das sieht auch schon gut aus. Das ist ja wie so ein Früchtebrot. Aus wie Kuchen. Das schmeckt so süddeutsch, finde ich. Ja? Süddeutsch schmecken auch die bayerischen Pfennigmuckerln. Ihre Form soll an Geldrollen erinnern. Daher der Name. Schmeckt sehr kräftig, nach Kümmel. Eigentlich schön. Hebt noch ein bisschen, wenn man Butter drauf macht. Im Süden fallen als erstes die seltsamen Namen des norddeutschen Brotes auf. Malfa-Kraftmar-Brot. Malfa-Kraftmar-Brot. Ich weiß nicht, woher der Name kommt. Da bräuchte man jetzt Google dazu. Malfa steht für Malzfabrik, Kraftmar für Kraftmalz. Das ehemalige DDR-Brot schmeckt auch den Bayern gut. Da brauchst du nichts anderes drauf, da reicht wirklich eine Butter. Nicht alle Sorten kommen gleich gut an. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht zierst, es ist nicht herzhaft, es ist so, einfach so ohne Geschmack. Einfach ohne Geschmack. Einfach ohne Geschmack. Am besten schneiden klassische Brotsorten ab. Die nordischen Spezialitäten haben zwar andere Namen, schmecken aber ganz vertraut. Das ist wie bei uns ein Zopf mit Rosinen, saftig, zum Frühstück ein Kaffee dazu, lecker. Da reicht die Butter drauf, da kann man wirklich sparsam essen. Ja, schallig. Das ist Hamburger Feinbrot. Das ist fast wie bei uns das Mischbrot, das kennen wir hier so. Also das konnte man jetzt tadellos abnehmen. Auch im Norden stellt man fest, die Namen sind anders, die Brote aber sehr ähnlich. Sowas heißt hier nicht Wurzelbrot, sondern Frühstücksbrot oder ähnliches. Ist vielleicht nicht mit ganz so vielen Nüssen durchsetzt, aber gibt's auch. Wenn ich mir diese großen Leibe hier angucke, die gibt's ja hier auch. Ja, das heißt halt dann nicht Frankenleib, sondern was weiß ich, ja, Hamburger Leib oder. Das Ergebnis unseres regionalen Brottauschs. Die Vielfalt wirkt auf den ersten Blick größer, als sie wirklich ist. Unterschiede im Geschmack machen nur die verwendeten Getreidesorten aus. Die vielen Mischbrote heißen zwar alle anders, schmecken im Test aber doch fast gleich. Die rund 260 Mühlen in Deutschland mahlen pro Jahr 8 Millionen Tonnen Getreide. Doch egal, ob daraus Brötchen werden, weiß, grau oder Schwarzbrote, reines Mehl verkaufen die Mühlen immer weniger. Musik.
Viel beliebter bei Backindustrie und Bäckern sind genau abgestimmte Backmischungen. Außer Mehl sind dort auch alle anderen Zutaten für die unterschiedlichen Brotsorten enthalten. Das sorgt für gleichbleibende Qualität. Aber wenn alle dieselben Backmischungen verwenden, gibt es natürlich immer weniger Vielfalt. Vormischungen werden vom kleinen Bäcker wie auch von der Industrie verarbeitet. Und man kann generell sagen, jeder Betrieb, backende Betrieb, verarbeitet in irgendeiner Weise eine Vormischung. Es mag mit Sicherheit Ausnahmen geben, die wirklich sich Zeit nehmen und die sehr viel dafür tun. Aber das gibt also irgendwo eine Vormischung, egal aus in welcher Art, wird es mit Sicherheit in jedem Betrieb geben. Weil die industriellen Backmischungen Zeit und Geld sparen, beherrschen sie den deutschen Brotmarkt. In Berlin etwa arbeiten nach Schätzungen des Bäckerverbands mindestens 90% aller Betriebe mit vorgefertigten Backmischungen. Wie es auch anders geht, wollen wir uns in Birkten bei Düsseldorf ansehen. Die Auswahl in der örtlichen Bäckerei ist auffallend übersichtlich, aber das hat einen guten Grund. Denn seit einigen Monaten gibt es hier eine neue Chefin. Die 24-jährige Maria von Hehl will aus der Bäckerei wieder einen echten Handwerksbetrieb machen und auf Backmischungen ganz verzichten. Aber das ist gar nicht so einfach, denn jahrelang sah das Backen auch hier nur so aus. Tüte aufreißen, Wasser dazu, fertig. Also ausgebildeter Bäcker muss man dafür nicht wirklich sein, weil das steht alles auf der Tüte genau beschrieben, was man da zu tun hat. Da kann man sich eigentlich nicht mehr wirklich vertun. Seit Maria hier das Sagen hat, sind Backmischungen tabu. Ihr Team muss wieder selbst Rezepte entwickeln und eigenständig backen. Mehr als 10 Brotsorten sind da nicht mehr drin. Die Kundschaft gewöhnt sich nur zögernd an die kleinere Auswahl. Trotzdem will Maria durchhalten. Ich habe jetzt erst angefangen und ich muss noch 30 Jahre mindestens. Und damit die Kunden noch einen Grund haben, zu mir zu kommen, wollte ich was anderes machen. Weil da hinten schmeckt das Brot genauso wie hier oder da vorne. Es sieht nur anders aus, aber die Mischung, die drin ist, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Wer auf Backmischungen verzichtet, muss die Auswahl fast zwangsläufig reduzieren. Allein ein Mehrkornbrötchen braucht 12 verschiedene Zutaten. Und wer die selbst anrührt, braucht Know-how und Zeit. Die Preise hat Maria nicht erhöht. Jetzt bekommen die Kunden fürs gleiche Geld ehrliche Handwerksbrötchen. Früher hatten wir eine größere Auswahl, heute haben wir weniger. Aber das ist auch wirklich alles handgemacht, selber gemacht. Und das ist halt schon ein Unterschied. Und die Kunden, die achten wirklich darauf. Ob eine Bäckerei Backmischungen verwendet oder nicht, kann der Kunde kaum erkennen. Da hilft wieder nur Fragen. Aber je größer die Auswahl, desto wahrscheinlicher kommen die Zutaten vorgemischt aus der Fabrik. Ich finde, wir können zu Recht stolz auf unsere Brotvielfalt sein. Die ist auch weltweit einzigartig. Ich habe nur den Eindruck, dass wir durch diese Backmischung so ein bisschen einen Einheitspreis schaffen. Und ich glaube, wir müssen die Handwerksbäcker wirklich unterstützen. Ansonsten geht uns ein Stück von dieser großen Brotkultur verloren. Die Vielfalt unseres Brotes ist immer noch groß. Und es gibt schon den Trend zurück zum alten Handwerk. Deshalb 4 Sterne. Unser nächster Punkt ist die Haltbarkeit. Welches Brot hält länger? Welche Zutaten entscheiden über die Haltbarkeit und gibt es Unterschiede zwischen Broten aus der Bäckerei, aus dem Supermarkt und dem Backshop? Wie lange hält so ein Brot bei dir? Ach, schätzungsweise, also nicht länger als eine Woche, ne? Also das Brot hier ist schon mal 2 Wochen haltbar. Mhm. Aber das ist halt die Frage, wann das verpackt wurde. Also wenn jetzt da 2 Wochen draufsteht, dann ist ja wahrscheinlich noch mal 1-2 Wochen draufrechnen. Mir ist es unheimlich, wenn ein Brot lange hält. Wie lange ist Brot wirklich haltbar? Wir machen den Test mit 3 verschiedenen Mischbroten. Das Ergebnis? Erst nach 3 Wochen trocknen die Brote aus. Erst nach 5 Wochen zeigt sich Schimmel. Unterschiede zwischen Industriebrot und Bäckerbrot gibt es keine. Woran liegt das? Den Schlüssel zur Haltbarkeit finden wir in Dänemark, in Kopenhagen, bei der Firma Novozymes, dem Weltmarktführer für Biotechnologie.
Auch im deutschen Brot tun die Produkte von Novozymes ihre wundersamen Werke. Hier wird am Brot der Zukunft geforscht. Wochenlang haltbar und dabei so frisch wie am ersten Tag. Ein lukratives Geschäft. Der Jahresumsatz liegt bei 1,4 Milliarden Euro und wird erzielt vor allem mit Enzymen. Winzig kleinen Wirkstoffen, die chemische Reaktionen auslösen und beschleunigen. Alle unsere Enzyme stammen ja aus der Natur. Und Enzyme kommen von verschiedenen Pilzen und Bakterien. Wir kennen das ja, wenn wir selber Brot backen, dass das Brot dann, nachdem man es aus dem Backofen nimmt, eigentlich anfängt schon Wasser zu verlieren und härter wird. Und mit einer bestimmten Amylase kann man diesen Prozess verlangsamen. Das heißt, dass das Brot ja länger weich bleibt und elastisch. Das Enzym Amylase wird aus Pilzkulturen gewonnen. Die stoppen den Trocknungsprozess im Brot. Viele unserer Backmischungen enthalten Enzyme, die tatsächlich in Pilz- oder Bakterienkulturen gewonnen werden. Und bei ihrer Herstellung in Dänemark kommt auch noch umstrittene Gentechnik zum Einsatz. Das Ergebnis: Doping fürs Brot. Diese beiden Toastbrote sind 10 Tage alt. Im linken stecken keine Enzyme, es ist staubtrocken. Das rechte wurde mit Enzymen gebacken und ist noch weich. Enzyme und Gentechnik? Auf der Packung steht das nicht. Enzyme müssen ja nicht deklariert werden, die stehen ja nicht auf der Packung. Und das ist, weil die werden durch den Backprozess inaktiviert und haben überhaupt keine Aktivität oder irgendeine Funktion in dem fertigen Brot. Enzyme zerfallen beim Backen und sind dann im fertigen Brot nicht mehr nachweisbar. Deshalb müssen sie nicht auf der Packung stehen, anders als normale Zusatzstoffe. Gesundheitsschädlich sind sie nicht, da ist sich die Forschung einig. Aber viele Verbraucher wollen einfach wissen, was sie essen. Ja, für so einen Single-Haushalt mag das vielleicht ganz gut sein, wenn so ein Brot dann auch mal 4 Wochen lang haltbar ist. In erster Linie ist es aber praktisch für die Industrie. Die arbeiten gerne mit Enzymen und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Also ich finde, ich möchte wissen, wenn mein Bäcker Enzyme verwendet und ich finde, die sollten genauso auf den Packungen hinten draufstehen wie andere Zusatzstoffe auch. Es mangelt also an Transparenz. Dennoch ist Brot heute viel länger haltbar als früher. Dafür gibt's 4 Sterne. Wer wirklich wissen will, was er isst, backt sein Brot am besten selbst. Aber wie geht das eigentlich? Auf geht's in die Küche. Wir backen jetzt Brot. Cool, ich wollte schon immer mal Brot backen. Wir können uns aufteilen in 2 Gruppen. Ich habe hier 2 Rezepte. Schaut sie euch an. Hier stehen die Zutaten. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Genau, ich würde sagen, wir machen das ruhig ein bisschen zusammen. Eine Gruppe darf ein Baguette machen, die andere Gruppe ein Körnerbrot backen. Da muss ein bisschen Zucker dabei. Einfach online ein Rezept aussuchen und loslegen. Brotbacken geht auch im ganz normalen Haushaltsofen. Und es wird am Ende köstlich duften. Mindestens genauso gut wie beim Bäcker. Jetzt haben wir hier Laugenbrot, natürlich auf Baguette-Basis, ja, Weizenmehl. Und wir haben hier unser Roggenkörnerbrot. Was würdet ihr denn sagen, was ist davon gesünder? In dem Vollkornbrot hat man die Schalen von den Körnern. Ich denke, das ist gesünder. Es macht mehr satt, finde ich. Es hält länger an und ist gesünder als das Weiße. Da sind nur Kohlehydrate drin. Oder Hüftgold. Weißbrot gilt als ungesunder Dickmacher. Vollkornbrot als gesunder Fitmacher. Aber stimmt das überhaupt? Das wollen wir herausfinden mit unserem nächsten Experiment, einem Fitnesstest. 2 junge Zwillingspaare machen mit, sportlich und auf dem gleichen Fitnesslevel. Die Zwillinge werden aufgeteilt. Jeweils eine der Schwestern isst zum Frühstück 3 Scheiben Weißbrot. Die andere 3 Scheiben Vollkornbrot. Wie wird das die Fitness beeinflussen? Welches Brot ist besser für den Körper? Brot macht nicht dick. Kohlenhydrate sind super. Nährstofflieferant Nummer 1. Es steht immer in jeder Zeitung, dass das Weißbrot ungesund ist. Ja, Weißbrot ist einfach von den Inhaltsstoffen halt nicht so nährreich. Aber geschmacklich finde ich es
Super. Wir werden ja sehen, was sich auszahlt. Den Fitnesstest leitet Dr. Bernd Wohlfahrt von der Sportmedizin der TU München. Er wird vor und nach dem Experiment den Blutzuckerwert der Zwillinge checken. Ja, wir wollen sehen, wie sich das Brot auswirkt auf den Blutzuckerwert, wie schnell sozusagen das Brot tatsächlich im Blut ankommt und Energie entwickelt. Weißmehl gegen Vollkorn. Welches Brot macht fitter? Die Aufgabe? Beide Teams sollen so lange laufen, bis die letzten Energiereserven verbraucht sind. In den ersten 10 Minuten haben alle noch ausreichend Power und liegen gleich auf. Ja, bisher machen die Mädels ihre Sache super, laufen so mit Herzfrequenzen zwischen 170 und 180, sind also auch schon ordentlich angestrengt. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie lange der Benzintank hält. Nach 20 Minuten ist es soweit. Das Weißbrot-Team fällt zurück. Erstaunlich, denn alle vier haben fast gleich viele Kalorien zu sich genommen. Von wegen Dickmacher. Eine Scheibe Weißbrot hat sogar etwas weniger Kalorien als eine Scheibe Vollkornbrot. Die eigentlichen Dickmacher beim Frühstück sind Croissants. 290 Kalorien hat ein einziges davon. Brötchen oder Brezeln. Wer abnehmen will, nimmt besser Pumpernickel oder Knäckebrot. Die haben am wenigsten Kalorien pro Scheibe. Nach 30 Minuten geht dem Weißbrot-Team die Puste aus. Klarer Ausdauersieg für das Vollkorn-Team. Die beiden hätten noch weiterlaufen können. Bei mir geht's jetzt eigentlich gerade. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde durchhalte, muss ich ehrlich sagen. Bin ich schon ein bisschen überrascht. Eine Analyse des Blutzuckerspiegels liefert Dr. Wohlfahrt die Erklärung. Wir haben da messen können, dass das Weißbrot jetzt bei dem einen Zwillingspärchen deutlich schneller anflutet, schneller Energie bereitstellt, schneller die Blutzuckerspiegel nach oben treibt. Das Vollkornbrot einen etwas geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels zeigt, aber dafür natürlich etwas gleichmäßiger die Energie freisetzt. Gleich viel Energie, aber unterschiedlich lang verfügbar. Bei beiden Zwillingspärchen das gleiche Ergebnis. Die Schwester mit dem Vollkornfrühstück hat eine langsam steigende und lang anhaltende Energiekurve. Die mit dem Weißbrotfrühstück bekommt einen schnellen, aber kurzen Energiekick. Das Weißbrot macht auch nicht dicker als das Vollkornbrot. Fürs Büro, für den Alltag, muss man klar sagen, überwiegen die Vorteile des Vollkornbrots, weil es einfach eine gleichmäßigere Energiebereitstellung, eine länger anhaltende Energiebereitstellung mit auf den Weg gibt. Wenn dann mal etwas schnellere Energie benötigt wird, dann hat das Weißbrot natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Weißbrot allein macht also nicht dicker als Schwarzbrot. Aber das Hungergefühl kommt in der Regel schneller zurück. Beide Brotsorten enthalten etwa gleich viel Kalorien. Vom Weißbrot muss man aber mehr essen, um satt zu bleiben. Und es bietet weniger Bestandteile des gemahlenen Korns. Klar ist so ein Vollkornbrot gesünder. Es sind mehr Ballaststoffe drin, mehr Vitamine, mehr Nährstoffe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass das Weißbrot in unserem Test auch gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Denn so ein Baguette oder so ein leckeres Ciabatta ist ja auch mal was ganz Feines. Brot allein hat gar nicht so viele Kalorien, wie viele denken. Und das gilt für fast alle Sorten. Deshalb gibt es hier von uns 4 Sterne. Vollkorn oder Weißmehl? Für viele ist das fast eine Glaubensfrage. Aber wie erkennt man eigentlich echtes Vollkornbrot? Der Ernährungswissenschaftler Professor Bernhard Watzel aus Karlsruhe prüft für uns eine ganze Reihe dunkel aussehender Brote. Die Farbe ist eine gewisse Orientierung, aber Sie können sich nicht komplett auf die Farbe verlassen. Hier sehe ich eine relativ unnatürliche Braunfärbung. Das deutet darauf hin, dass man hier mit Zuckercouleur gefärbt hat, um einen Eindruck zu suggerieren, dass hier ein hoher Anteil von Vollkorn in dem Brot vorhanden ist. Das ist aber so nicht der Fall. Tatsächlich wird Brot oft einfach dunkel gefärbt, damit es aussieht wie Vollkorn und sich besser verkauft.
Auch Körner auf der Kruste sollen helfen, um ein Brot besonders gesund aussehen zu lassen. Diese Körner sind primär für die Optik da. Sie suggerieren, das ist ein besonders gesundes Produkt. Aber entscheidend ist, was ich im Brot für ein Mehl verwendet habe. Sprich, das Vollkornmehl, ist das wirklich ein Vollkornprodukt? Oder ist es ein helles Mehl, wo einzelne Saaten jetzt untergemischt sind? Dann können auch diese kleinen Mengen an Saaten und Nüssen ein relativ ungesundes, helles Brot nicht zu einem gesunden, hochwertigen Brot machen. Einziges Indiz für Vollkornbrot sind die Kornbestandteile im Mehl. Alles andere ist Deko oder nachträgliche Einfärbung, also eigentlich eine Mogelpackung. Jetzt aber endlich zur wichtigsten Frage. Welches Brot schmeckt denn nun am besten? Das vom Bäcker, das vom Discounter oder selbstgebackenes? Ich würde euch bitten, doch noch mal genau zu schmecken, zu riechen, zu fühlen und gegebenenfalls herauszufinden, welches dieser Brote zu welcher Art von Bäcker gehört. Unser Geschmackstest soll unter möglichst realen Bedingungen stattfinden. Deshalb probieren Nelsons Gäste das Brot nicht nur pur, sondern auch mit Butter, Käse und Wurst. Ich würde mich gar nicht trauen zu sagen, was jetzt Bäcker, was Discounter, was Supermarkt ist. 50-50, entweder kommt das aus dem Automaten oder vom Bäcker. Das finde ich ja schon bezeichnend, dass die Unterschiede dann relativ überschaubar sind, so zwischen den eingekauften Broten. Ja? Ich finde die auch nicht so groß. Unterschiede werden, wenn überhaupt, erst auf den zweiten Blick deutlich. Was mir als Vollkorn-Junkie aufgefallen ist, das Brot vom Bäcker ist wirklich eine ziemlich dichte Mischung aus verschiedenen Körnern. Bei dem Brot aus der Backshop-Kette sieht man, da ist schon mehr Teig und es sind weniger Körner drin. Und schlussendlich das Brot aus dem Supermarkt ist im Grunde fast wie normales Mischbrot, wo einfach ein paar Körner reingeschossen wurden. Beim Geschmack gibt es kaum Unterschiede. Nur ein Brot hebt sich klar von den anderen ab. Aber ich finde wirklich unseren Korb mit dem frisch gebackenen Brot bei weitem am besten. Möchtest du noch ein Glas Champagner? Also wenn ich wirklich was rausgeschmeckt habe, ohne hinzusehen, und ich habe mich bemüht, dann ist das, was wirklich signifikant war, waren unsere selbstgemachten. Ich muss echt sagen, da ich auch von unseren Broten sehr begeistert bin, haben die anderen jetzt für mich geschmacklich nicht so mithalten können. Industriebrot findet man mittlerweile nicht mehr nur im Supermarkt, sondern tatsächlich auch beim Bäcker oder im Backshop. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir damit unser Kulturgut Brot nicht zerstören. Und der Test hat ja auch ergeben, dass ein gutes, traditionelles Handwerksbrot ohne irgendwelche Hilfsmittel und Zusatzstoffe auskommt und einfach auch am besten schmeckt. Und deshalb bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben und werde mein Brot weiterhin beim Handwerksbäcker kaufen. Unsere letzte Wertung. Trotz all der Industrieware gibt es in Deutschland noch immer das leckerste Brot der Welt. Man muss nur gut auswählen. Deshalb gibt's von uns 4 Punkte für den Geschmack. Der Verbraucher hat die Qual der Wahl. Und sich in Sachen Brot genau zu informieren, ist gar nicht so leicht. Unser Tipp? Fragen Sie bei Ihrem Bäcker nach, welche Zutaten er verwendet und was bei ihm noch selbst gemacht ist. Denn wenn man weiß, was man isst, schmeckt's noch mal so gut. I'm just holding on.